Im Namen des Islam wird gemordet, wird Angst verbreitet und Hass gepredigt. Die IS-Terroristen haben allerdings nichts, und zwar gar nichts, mit den vielen tausend friedlichen Muslimen zu tun, die hier in Deutschland leben. Und das noch einmal deutlich zu machen und ein Zeichen zu setzen, haben heute bundesweit Muslime gegen den Terror im Namen ihrer Religion protestiert, auch in Dortmund. Der Islam, liebe Geschwister, ist dazu gekommen, um die menschliche Bindung und die Bindung der Menschen untereinander, unabhängig von ihrer Kultur, von ihrer Herkunft, von ihrer Abstammung, zu fördern, das Zusammenleben in Frieden und Harmonie in den Vordergrund zu stellen. Imad Muhsin übersetzt die Predigt von Imam Idris el-Musasi. Der redet vorher mit viel Temperament über den Islam als friedliche Religion. Hier in der Dortmunder Al-Fat-Moschee wird Gewalt strikt abgelehnt. Besonders wichtig ist es, den Predigern die Jugendlichen zu erreichen. Und das geht vor allem über die Sprache. Und deswegen haben wir auch den Ansatz gemacht, die deutsche Sprache hier zu wählen, um überhaupt eine Brücke zu haben und Kommunikationsmittel, auch unter anderem mit den Jugendlichen. Ich sag mal, die Jugendliche oder das Thema der Jugendlichen und ihre Anfälligkeit gegenüber extremistischen Ausrichtungen, wie Sie es gerade auch gesagt haben, das ist eine Sache, die wir auch selbstbewusst wahrnehmen. Auch in der islamischen Miligörisch-Gemeinde drei Straßen weiter wird heute über Gewalt und Terror geredet. Und davor gewarnt, dass ein kleiner Bruchteil der Muslime mit seiner radikalen, gewaltbereiten Einstellung den Großteil der muslimischen Gemeinden in Verruf bringt. Wir stellen uns nicht nur in Deutschland, sondern überall gegen Hass, Ungerechtigkeit, Terror und Angriffe auf Menschen. Auch Ebubekir Gürbüz sieht den Schlüssel im Kampf gegen gewaltbereiten Fanatismus in der Jugend. Die sei anfällig für extremistische Tendenzen. Aber viele Jugendliche sind für die muslimischen Gemeinden schwer zu erreichen. Wenn diese Jugendlichen perspektivlos, also orientierungslos, sich dann auch in der Gegend rumschlagen, ohne irgendwelche Zukunft, nämlich dann Orientierung haben, dann haben wir natürlich auch schwierig, diese Jugendlichen hier in unserer Gemeinde auch nämlich dann aufzufangen. Aufklärung in den Schulen sei genauso wichtig wie die Arbeit gegen Extremismus in den Moscheegemeinden. Ebubekir Gürbüz fordert auch Nicht-Muslime auf, in die Moscheen zu kommen, um dort zu erfahren, wie die absolute Mehrheit der Muslime denkt. Die Leute, die dann sich bei diesen Gräueltaten sich als Muslime und auch für den Islam bekennen, akzeptieren wir so nicht, weil im Islam einfach da loszuziehen und sämtliche Leute zu töten, egal welcher Religion sie angehören, ist nicht im Sinne des Islams und auch nicht der Menschheit. Bei uns im Studio ist es Volkan Baran, der stellvertretende Vorsitzende, nein, Mitglied im Dortmunder Integrationsrat und stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD, so ist es richtig. Ja, bundesweit protestieren heute die Muslime, aber kommt dieser Aktionstag nicht ein bisschen spät? Denn dieser IS-Terror, den gibt es ja schon seit vielen Wochen. Also lieber zu spät als gar nicht, sage ich immer gerne. Wir haben diese verstörenden Bilder natürlich seit längerem im Kopf. Im Internet ist das leider immer präsent. Nur glaube ich, ist es schon wichtig gewesen, dass die Muslime untereinander auch einig werden und eine gemeinsame Aktion machen. Weil diese Aktion heute, die gestartet ist, haben die vier Dachverbände gemacht. Es ist ja so, dass die Muslime nicht nur einen Dachverband haben, sondern sich tatsächlich gemeinsam mit allen vier Dachverbänden geeinigt haben, gegen Hass zu protestieren. Wie geht es Ihnen denn als Muslim? Haben Sie das Gefühl, dass Sie und die anderen Muslime jetzt alle unter Generalverdacht stehen? Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass in der Debatte nicht differenziert wird. Ich selber bin ein sehr säkulärer Muslim. Ich bin vom Hause aus alevitisch. Aber in der Diskussion wird tatsächlich jeder, der irgendwo aus einem islamischen oder muslimischen Land kommt, wird unter Generalverdacht gestellt. Der Islam wird generell in Frage gestellt und aufgrund dieser Debatte, die IS jetzt angestoßen hat, wird die gesamte Integrationspolitik in Frage gestellt. Und das ärgert mich natürlich massiv, weil man sich ständig erklären muss, ständig sagen muss, dass die Religion, dass der Islam mit dem Islamisten oder mit dem IS-Terror
diese Barbarei nichts zu tun hat. Das hat keine Religion, das können keine Menschen sein. Aber vielleicht können auch viele Jugendliche gar nicht differenzieren. Es gibt ja auch bei uns in der Region einige, die sich schon radikalisiert leider, hatten. Wir hatten ja auch schon den Fall, dass sich Jugendliche sogar als schon Selbstmordattentate verübt haben, leider. Was kann man denn dagegen unternehmen? Also zum einen ist das ganz gut gewesen, dass sich die Moscheevereine jetzt in die Richtung geöffnet haben, dass sie dort aktiv werden wollen, vielleicht mit gezielter oder stärkerer Jugendarbeit. Aber da ist auch natürlich Politik und Gesellschaft gefragt, hier erstmal den islamischen Gemeinden Unterstützung zu geben. Auf der anderen Seite muss man diesen Jugendlichen auch eine Perspektive geben, bevor sie überhaupt in die Hände dieser Extremisten kommen. Aber was muss sich in der Kommunikation ändern? Wie erreichen Sie die Jugendlichen da vielleicht anders oder besser? Ja, ich glaube, dass sich die Moscheevereine jetzt explizit sehr konservativ aufgestellt haben und keine, wie viele andere Verbände, auch deutsche Verbände, keine Jugendarbeit aktiv gestaltet haben. Mhm. Sie sind davon ausgegangen, dass die Eltern die mit reinbringen. Wir haben gerade als Beispiel die Mili-Görüş-Gemeinde gehabt. Zum Teil kamen Familien und Eltern der Mili-Görüş, und die Mili-Görüş-Gemeinde ist eine der konservativsten Gemeinden, die sich bei mir beschwert haben oder ausgeweint haben, dass ihre Kinder zum Teil radikalisiert werden. Mhm. So, und da muss man natürlich gucken, wie man dort Hilfestellung geben kann in der Kommunikation, wo man die Jugendlichen abholen kann. Da habe ich leider noch keine Antwort für, aber wir werden wahrscheinlich in Präventionskreisen und weiter in den Diskussionen gucken, dass wir die Jugendlichen auch in den Schulen abholen können oder auch in diesen modernen Medien, die für Propaganda genutzt werden, auch also, andersrum nutzen. Da muss noch viel getan werden. Dankeschön, dass Sie uns davon erzählt haben. Volkan Baran, Mitglied in Dortmunder Integrationsrat. Herzlichen Dank.